Okay, heute haben wir ein ganz interessanter Londischer, einen richtigen Gemorre, einen richtigen interessanten Talmud-Debatte, die weniger kurios, merkwürdig in Erscheinung ist, mehr wirklich ein sehr heftigen, diskutierten Teil von der Talmud. Schau zu, die Meinung. Diese Talmud, die wir heute lernen werden, ist einer von den meistdiskutiertsten Teilen in der gesamten Talmud. Es ist eine Debatte, die trotzdem im viele Kreise nicht verstanden ist. Hier handelt es tatsächlich um eine Zeit, ein bisschen früher als die Zeit, was wir letzte Woche hatten. Es ist kurz nach der Zerstörung im Tempel, der Tempel war zerstört im Jahr 70. Kurz nach der Zerstörung im Tempel waren die Juden in Israel, in Jerusalem, sie haben versucht, einen Kampf gegen die Römer weiterzumachen. Und die Rabbiner von dem jüdischen Volk war Rabbi Yochanan ben Zakkai. Er hat festgestellt, dass die Juden keine Chance wirklich haben. Wollte er rausgehen und reden mit dem Kaiser, dass er soll mindestens die großen Stadt, wo die große Lehrhaus von Jawne war, nicht zerstören. Und die Extremisten wollten kämpfen gegen die Römer bis zu Ende. Und haben niemanden aus der Stadt rausgelassen. Hat Rabbi Yochanan ben Zakkai einen Plan gemacht. Man hat annonciert, dass er ist gestorben. Und die Friedhof war außerhalb Jerusalem. Und zwei seiner Schüler, Rabbi Yeshua und Rabbi Eliezer, haben ihn begleitet. Diese Debatte, die heute ist, ist eben zwischen Rabbi Eliezer und Rabbi Yeshua. Und jetzt geht man, oder? Oder eine Stunde für den 18:30. Und wenn Rabbi Yochanan sagt, er ist gekommen zu dem Kaiser, hat er gesagt, bitte erlaube die Stadt Jawne, die große Lehrhaus hat, weiterleben. Und danke zu der Stadt Jawne ist Judentum nicht vergessen geworden. Und diese Debatte, die wir heute diskutieren werden, die wir werden sehen, hat viel mit uns zu tun. Aber am Anfang werden wir nicht das sehen, erst am Ende heute werden wir sehen, die direkte Verbindung auch mit uns. Und diese Debatte war in Jawne diskutiert. Lassen Sie die Debatte beginnen. Es geht um einen Ofen. Aber es geht um die Ofen von Achnai. Achnai war eine Person, Achnai bedeutet die Schlange. Und in dieser Ofen ging es um Folgendes. Vielleicht lesen wir erst den Text, dann können wir es gleich erklären. Text 108, Seite 108. Es würde in die Mishnah, vielleicht was zu lesen. Ja. Es würde in die Mishnah. Es wurde in der Mishnah gelehrt, wenn ein Ofen aus einer Spule und Tonschichten aufgebaut ist und Sand zwischen jeder Schicht aufgetragen wird, so erklärt Rabbi Eliezer, dass sich der Ofen im permanenten Zustand der Reinheit befindet. Zustand der Reinheit sich befindet. Wenn auch die Weisen diesen Ofen als anfällig zur rituellen Unreinheit erklären. Es handelt sich bei der Diskussion um den Achnai-Ofen. Es handelt um Folgendes. Etwas in die Zeit der Tempel, um etwas zu essen, durfte man nur rein sein. Ob jemand in Kontakt gekommen mit einem Leiche oder in einem Friedhof, ist er unrein geworden. Jetzt nicht jede Sache ist rein und nicht jede Sache ist unrein. Um rein oder Essen kann rein oder unrein sein. Um unrein fähig zu werden, muss es sein ein gesamtes Gefäß. Wenn das Gefäß kaputt ist, dann ist es nicht unrein fähig. Die Frage hier ist, das ist ein Ofen, was nicht ein Ofen ist, das ist mit Scheiben gemacht und zwischen den Scheiben ist Sand. Sehen wir das, und draußen ist Beton. Sehen wir das als einen Ofen oder als kleine Teile von einem Ofen? Wenn es ein Ofen ist,
dann ist es unrein, fähig, es ist unrein. Und wenn es nur Scheiben von einer Oven ist, ist es nicht unrein. Später werden wir lernen, diese Aktualität von dieses. Aber das heißt, wenn ein Oven aus Schichten von Ton gebaut ist und zwischen jeder Schicht gibt es Sand, und dann ist es gedeckt, aber gedeckt, in Ton gedeckt. Die Frage ist, sehen wir das jetzt als einen ganzen Oven, der jetzt unrein werden kann oder nicht? Rabbi Eliezer sagt, nein, es ist kein ganzer Oven, es ist dauerhaft rein. Rabbi Yeshua sagt, und alle Rabbiner, nein, ich habe recht. Dieser Oven ist ein ganzes Oven, obwohl drin ist es nur von Scheiben gebaut, aber von außen ist es ganz. Und wenn es von außen ganz ist, betrachten wir das als ganz und deswegen ist es auch unreinfähig. Ich kann denken, was hat mit uns zu tun? Später werden wir sehen. Es war eine riesengroße Debatte. So eine große Debatte, dass im Text 1b sehen wir, wenn Rabbi Eliezer hat versucht, alles zu sagen, um zu bezeugen, dass er recht hat. Und wenn er konnte, dass die anderen nicht überreden, weil er war die Minderheit, andere waren die Mehrheit, hat er eingeschaltet ein paar Wunders, die zeigen sollen, dass er recht hat. Aber, ja. Übrigens, dieses Oven war genannt die Achnei-Oven. Rabbi Eliezer sagt, dass die Gesetze ist, wenn ein ganzes Gefäß existiert, kann es unrein werden. Aber nur zerbrochene Scheiben nicht. Rabbi Eliezer sagt, weil das sind aus Scheiben gemacht, sehen wir das als zerbrochene Scheiben, obwohl es gedeckt ist von außen als eins. Und deswegen kann es nicht unrein werden. Aber die meisten Zutaten, wie gesagt, wenn es von außen gedeckt ist, sehen wir es als ein ganzes Gefäß. Dieses Oven haben wir genannt Achnei-Oven, aus zwei Gründen. Ein Grund war, weil der Mensch, der das erfunden hat, hieß Achnei. Ein zweiter Grund ist, Achnei bedeutet ein Schweine. Und dieses Thema hat so viel Diskussionen ausgelöst, wir werden sehen, so viel, dass man hat dieses Thema wie ein Schweine herum und herum und herum besprochen. Auf jeden Fall, was ist genau die Meinung über die Achnei-Oven? Die Frage ist, wie wir betrachten einen Ofen, der aus kleinen Stücken gemacht ist und nachher mit einem Beton einbetoniert aus einem Ofen. Rabbi Eliezer sagt, einzelne Stücke aus Ton sind kein ganzes Ofen und deswegen wir betrachten das als unvollständig. Wenn es unvollständig ist, kann es nicht dann unrein werden. Dann ist es so stückelach, nicht ganz. Rabbi Yeshua sagt anders. Aber das sagt, die Sand zwischen jeder Schicht hindert uns daran, die gesamte Struktur als eines Utensil zu betrachten. Das ist die Meinung von Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua. Und die Weisen, die Mehrheit der Weisen, sagte nein. Außen gibt es eine Beschichtung von Zement und die macht das Gesamte als eins, als eine Ganze. Und deswegen ist es als eine Oven und deswegen als eine Oven ist es als Komplettes und deswegen ist es jetzt fähig, unrein zu werden, wenn es in Kontakt mit einem Leichen kommt. Das ist die Diskussion. Die Diskussion war eine heftige Diskussion. Schau, was hat jetzt passiert, auf Seite 109. Was hat jetzt passiert? Vielleicht wirst du lesen, David, wenn Rabbi Eliezer wollte zeigen, dass er doch recht hat. Text 1b. An diesem Tag brachte Rabbi Eliezer alle möglichen Einwände vor, um zu beweisen, dass der Achnei-Ofen nicht der rituellen Unreinheit unterliegt. Aber die Weisen haben seine Argumente nicht akzeptiert. Sagte Rabbi Eliezer, wenn die Halacha mit mir übereinstimmt, so lasse diesen Johannesbrotbaum es beweisen. Daraufhin wurde der Johannesbrotbaum entwurzelt und zog eine Entfernung von 100 Ellen. Andere sagen 400 Ellen. Kein Beweis kann von einem Johannesbrotbaum gebracht werden, erwiderten die Weisen. Wieder sagte Rabbi Eliezer zu ihnen, wenn die Halacha mit ihr übereinstimmt, lasse es den Wasserstrom beweisen, woraufhin der Strom des Wassers rückwärts zu fließen begann. Kein Beweis kann von einem Wasserstrom gebracht werden, entgegneten sie. Erneut drängte er, wenn die Halacha mit ihr übereinstimmt, so lasse es die Wände der Akademie es beweisen, woraufhin die Wände sich dem Fall neigten. Aber Rabbi Yeshua tadelte die Wände und sagte, die Gelehrten sind mit einer halachischen Diskussion beschäftigt. Welches Recht haben ihr, sich einzumischen? Die Wände sind nicht vollständig eingestürzt, aus Rücksicht zu Rabbi Yeshua, doch sind auf ihrer
in ihre aufrechte Position zurückgegangen, aus Rücksicht zu Rabbi Eliezer. Und die Verbleibenden sind in ihrem geeigneten Zustand. Wieder sagte Rabbi Eliezer zu ihnen, wenn die Halacha es mit mir übereinstimmt, so lasse es dem Himmel beweisen. Daraufhin verkündete eine himmlische Stimme, warum streitet ihr mit Rabbi Eliezer? Die Halacha folgt seiner Meinung in allen Angelegenheiten. Aber Rabbi Eliezer erhob sich und rief, die Tora ist nicht im Himmel. Wir achten nicht auf eine himmlische Stimme, aber entscheiden Angelegenheiten in Überstimmung mit der Meinung der Mehrheit. Denn du hast bereits in der Tora geschrieben, nach der Mehrheit sich zu richten. An diesem Tag versammelten sie alle Dinge, die Rabbi Eliezer als Sein deklariert hatte, und verbannten diese. Dann haben die Weisen abgestimmt, nachdem sich Rabbi Eliezer verweigerte, die Meinung der Mehrheit zu akzeptieren, und haben ihn verbannt. Ganz heftig, ganz radikal. Was hat passiert? Nummer eins, Rabbi Eliezer wollte alle überzeugen. Er war eine einzelne Meinung. Alle anderen Binnen waren eine andere Meinung. Aber er wollte zeigen. Ein Moment, du musst auf mir zuhören. Hat er gesagt, wenn die Halacha ist wie mir, dann soll diese Johannesbrot bauen, einfach 100 Ellen, 50 Meter nach rechts. Dann hat er gesagt, das kann man keinen Beweis von einem Johannesbrotbaum bringen. Hat er ein zweites Wunder eingeschaltet, die Wasser, die normalerweise nach unten fließt, wird jetzt in die andere Richtung fließen. Haben die gesagt, man kann aus einem Bach, wie es hier heißt, keinen Beweis bringen. Dann bringt er ein drittes Beispiel, ein drittes Beweis, dass die Mauer des Hauses plötzlich eingestürzt, langsam runter. Und Rabbi Yeshua gesagt, stopp, was mischt du sich rein, Mauer? Wir reden hier Diskussion über rabbinische Dinge. Was? Und dann, die Mauer hat einfach gestoppt. Und sagt, hunderte Jahre später war es noch immer so, die Touristen sind nach Jawne gekommen und gesagt, das ist die halb eingebogene Mauer. Und plötzlich ist eine Stimme vom Himmel gekommen, nachdem was Rabbi Yeshua gesagt hat, was mischen Sie sich rein, welche Recht haben Sie überhaupt? Und gesagt, wissen Sie nicht, dass die Gesetze immer wieder Rabbi Eliezer? Und Rabbi Yeshua hat es auch nicht akzeptiert, aber und sagte, mit vollem Respekt, Gott hat gegeben die Tora für dieses Welt. Und in dein Tora steht, wir gehen nach der Mehrheit. So, wenn die Halacha auch wie Rabbi Eliezer ist, mindestens gilt das nicht, weil in dieser Welt gehen wir nicht nach dem Himmlischen, sondern nach dem, was hier, was die Regeln, die du in deine Tora gesetzt hast. Aber und obwohl die himmlische Stimme gesagt hat, Rabbi Eliezer, immer hat Recht, trotzdem war es nicht so und trotzdem hat man das nicht akzeptiert. Trotzdem Rabbi Eliezer hat nicht akzeptiert, er war stur, er hat nicht akzeptiert, was die anderen Rabbis gesagt haben. Und er hat gesagt, ich halte bei meins. Und er war von der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und bis am Ende seines Lebens, man hat ihn zurückgenommen. Das ist eine sehr bewegende Geschichte. Das geht noch weiter. Übrigens, Rabbi Yeshua war sehr neugierig. Was hat Gott gemacht während der ganzen Geschichte? Steht nicht hier. Und Gott hat gesagt, Nitzchuni, Bonai Nitzchuni, meine Kinder haben auf mir gesiegt, meine Kinder haben nicht mehr gesiegt. In anderen Worten, Gott hat zugegeben, dass die Tora ist für dieses Volk. Natürlich fordert das Verständnis. Was heißt das überhaupt hier? Was ist die Diskussion? Was ist die Bedeutung? Was ist die Anwendung? Das werden wir heute in den nächsten Stunde und 15 Minuten diskutieren. Das ist aber ein sehr heftiger diskutierter Punkt. Hier. Man sagt einmal, der Rabbiner war krank, war nicht bis in der Woche zwei Wochen. Und dann die Vorsitzende der Gemeinde kommt zu Besuchen und sagt, der Vorstand hat gestern entschieden, 5:2, dass die Rabbiner so eine gute Besserung haben. Auf jeden Fall, diese Diskussion ist auch heute in den Universitäten sehr heftig diskutiert. Vielleicht wirst du das, eine aktuelle Debatte für diese Diskussion vorlesen. David, du hast angefangen in Text 2. Von allen möglichen Streitfragen auf Himmel und Erde, über welche die Weisen eine solch mitreißende und verheerende Debatte haben könnten, wie wird ein profanes Ofen das Zentrum des Sturms? Und was ist die Beziehung des technisch-rechtlichen Status dieses kleinen Ofens auf den großen, größten, religiösen, pädagogischen
und soziologischen Fragestellungen auf dem Schauplatz in der Geschichte, warum in all den Punkten der aufgezeichneten Meinungsverschiedenheit zwischen Rabbi Eliezer und seinen Kollegen in der Mishnah und dem Talmud von der ersten Seite des Talmud ab, ist dies das besondere Problem, durch welches die Krise entsteht, ist nicht die Reaktion unangemessen im vorliegenden Fall? Praktisch gesprochen, die Implikation der Debatte war, dass diejenigen, welche der Ansicht der Weisen folgen würden, nicht in der Lage seien, jede Art von Nahrung oder von Gefäßen des Achnai-Ofens, welche unter der Aufsicht von Rabbi Eliezer stehen, zu verwenden. Sie würden befürchten, dass diese Lebensmittel rituelle Unreinheit erworben haben und haben könnte und nicht gereinigt worden sind und daher zum weiteren Gebrauch verwendet werden würden. Aber ist das eine Frage von so einer kosmischen Bedeutung? Zusätzlich haben wir stets die Frage, warum besteht Rabbi Eliezer so hartnäckig auf seine Meinung? Und warum ist auch der Himmel mit ihm einverstanden? Aber seine Kollegen lehnen dies kategorisch ab. Es wird nicht nur abgelehnt, noch mehr, sie verbrennen auch alle Gegenstände, die er für rein erklärt hat, und ihn verbannen sie. Welche Schlange und Haken verursacht diese Vertreibung und deren schreckliche Folgen? Warum ist es so wichtig, dieses ganze Thema? Und warum war er so stur? Und warum könnte man nicht zuhören, wenn es die Himmel gesagt hat? Man muss sagen, es liegt hier ein viel tieferer innerer Konflikt, der auch uns in unserem Leben widerspiegelt. Das wollen wir heute lernen. Wir wollen lernen, was ist der innere Konflikt? Vor dem wir tatsächlich in dem Reinspringen im tiefen Wasser, möchte ich euch fragen, mit wem liegt eure Sympathie? Mit Rabbi Eliezer oder mit Rabbi Yeshua? Ich werde eine kleine Umfrage hier machen, schnell. Also, bei mir Rabbi Eliezer. Okay. Eliezer, okay. Ich wollte erst sagen, beide Seiten gleich, aber dann nach dem Durchlesen hatte ich doch gesagt Eliezer. Dach Eliezer, okay. Aber die Punkte hier sind klar, aber wir müssen tatsächlich verstehen und nachdenken. Nummer eins, warum haben die Weisen der Aussage des Himmels nicht akzeptiert, wenn eine klare Aussage von oben gekommen ist? Weiterhin muss man verstehen, warum Rabbi Eliezer die Mehrheit nicht akzeptiert hat. Auch wenn er überzeugt war, warum hat er das nicht akzeptiert? Und schließlich, warum ist dieses Punkt von der Achnai auf so ein großer, heftiger diskutierter Punkt? Sofort müssen wir die Antwort zu diesen großen Fragen stellen, antworten. Lass uns einen Moment stellen auf einen seitigen Punkt, der aber auch wichtig ist. Warum hat Rabbi Eliezer, als er nicht die anderen überzeugen konnte, dass er recht hat, ausgerechnet diese Wunders gemacht? Drei Wunders gemacht. Die Johannesbrotbaum hat bewegt, die Fluss ist in die andere Richtung und die Mauer ist eingestürzt. Warum die drei? Vielleicht wollte er zeigen, wenn er mir nicht akzeptiert, wir sollen wissen, Gott ist auf meiner Seite. Aber warum diese? Die Wilner Gaon, die Gaon von Wilner, bringt eine Erklärung, warum gerade diesen drei? Man muss verstehen, Rabbi Eliezer war ein ganz großer Gelehrter, war jetzt nicht ein einfacher Mensch. Sein Vater war einer der reichsten Menschen im jüdischen Volk und wollte unbedingt, dass er so in Business reingehen. Er hat alles verlassen, um Tora zu lernen. Er war ein sehr geradliniger Mensch, der auch viel Respekt genossen hat. So, der Gaon von Wilna sagt uns, die drei Wunder waren ausgerechnet ein Hinweis von Rabbi Eliezer an seine Kollegen, um die zu sagen, lernen Sie von diesen Dingen und Sie werden einen guten Grund haben, meine Meinung zu akzeptieren. Die erste war eine besondere Botschaft, die kommt durch einen Johannesbrotbaum. Was dieser Johannesbrotbaum zeigt uns, wie man kann die Tora richtig lernen. Um die Weisheit von Gott richtig zu lernen, muss man eine Johannesbrotbaum-Eigenschaft in sich haben. Nämlich, die Tora sagt uns in Text 3, wenn ein Mensch möchte wirklich eine tiefere Ebene in Tora verstehen, Text 113, soll er Kachi Darka Shel Tora. Das ist die Art und Weise, die Tora zu erwerben. Brot mit Salz zu essen,
Wasser in geringen Mengen sollst du trinken, auf dem Boden sollst du schlafen, ein Leben der Entheilung sollst du führen, während du in der Studie der Tora sich bemühst. Das heißt jetzt nicht wirklich, also muss auf dem Boden schlafen. Heißt nicht, dass du musst nur Wasser trinken und Salz essen. Es heißt, die Bedeutung von den materiellen Dingen sollten weniger sein. Man hat einen anderen Einblick in die Welt. Menschen, die sind so beschäftigt mit den iPhones, werden nicht Zeit haben und nicht die Status im Kopf haben, tiefe Dinge zu verstehen. Tora sagt, die Bedeutung von dem Materiellen muss weniger sein, wenn sie wirklich tief einsteigen wollen. Der erste Punkt ist in Wirklichkeit ein Johannesprogramm. Nämlich, dass Menzel oder Eliezer hat die reiche Haus seiner Eltern verlassen, um Tora zu lernen. Das war die Botschaft des Johannesbrotes. Johannesbrot ist dieses einfaches Essen, das wird genannt die arme Menschen essen. Versuchen Sie mal, Johannesbrot zu essen. Wir machen das einmal im Jahr, vielleicht sind das schwarz, dunkelschwarz, um zu brechen die Zähne. Und Johannesbrot ist ein ganz einfaches, zeigt auf ein bestimmtes bescheidenen Stil, ein bestimmtes zurückhaltenden Weg. Deswegen, was wollte Rabbi dazu sagen? Passen Sie auf. Er wollte nicht jetzt über sich reden, natürlich. Aber ein kleiner Hinweis: Johannesbrotbauer bewegt. Und er hat gesagt, die Leute sollten sagen, er ist ein Johannesbrotbauer. Vielleicht ist er doch seine Meinung. Nach mal dem Ding. Das war der Hinweis. Zweiter Hinweis hat nicht geholfen: hat er die Wasser in der andere Richtung. Wasser zeigt auf Demut, auf Bescheidenheit. Und dann war es so. Jetzt, man kann natürlich sagen, welcher bescheidene Mensch sagt, ich bin bescheiden, ne? Ein Mensch kommt in die Synagoge und steht bei der Tore und sagt, ich bin so bescheiden, ich bin so bescheiden. Ein zweiter Mensch kommt nach einer Viertelstunde und sagt, du bist bescheiden. Ein zweiter Mensch beginnt auch zu sagen, ich bin bescheiden, ich bin so bescheiden. Die erste sagt zu der zweiten, du denkst, du kannst so bescheiden sein wie mir in so kurzer Zeit. Ich stehe hier seit einer Stunde und sage, bescheiden, du kannst so bescheiden sein wie mir. Natürlich, das ist keine Bescheidenheit. Aber Bescheidenheit aus Sicht die Tora ist nicht für einen, der sagt, nein, das ist nicht bescheiden. Ein Mensch kann auch sehr arrogant sein und sagen, nein. Bescheidenheit ist, Moshe Rabbeinu hatten das in die Parasha letzte Woche. Moshe Rabbeinu war der bescheidenste Mensch. Bescheidenheit heißt nicht, dass man so. Bescheidenheit heißt, dass man Macht will. Aber man weiß, dass es nicht für die eigene Verdienst, nicht weil ich wichtig bin, sondern von Gott mir gegeben. Man hätte jemand anders diese Kräfte bekommen, der Mensch hätte wahrscheinlich mehr als mir gemacht. Das hat Rabbi Eliezer gesagt. Bescheidenheit. Was heißt, Rabbi Eliezer hat nie etwas gesagt in seinem Namen. Er hat nur erzählt, und er war einer der größten Rabbiner in die Talmud, Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, nur erzählt, was er von seinen Rabbinen gelernt hat, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Und deswegen war die zweite Beweis von Wasser. Er wollte so hinweisen, vielleicht hast du überlegen, weil Bescheidenheit. Und dann Die dritte, und tatsächlich Rabbi Eliezer hat die dritte ein ganz besonderes Zeichen gesetzt. Die Wende soll zeigen. Rabbi Eliezer ist gekommen, vor dem, was die Sonne aufgegangen ist, und gegangen, nachdem, was die Sonne runtergegangen ist. Er war die erste da, und war die letzte da. Wie wir sagen in Text 4, das Lama Nishala Hatur Lamayim, warum war die Tor verglichen zu Wasser? Wie es steht, dass genau wie Wasser fließt von einem höheren Ort zu einem tieferen Ort, genauso die Wörter von Tora werden nur sein, wenn jemand bescheiden ist. Und warum haben die Wände eingestürzt? Steht in Text 5. Wer war diejenige, die immer da war, von morgens früh in die Akademie bis spät abends? Das war Rabbi Eliezer. So, wir sehen Rabbi Eliezer, er war immer mit den Wänden. Die Wände haben gesehen, vielleicht nicht alle anderen haben gesehen. Und das war dann der Hinweis, Wende, sag bitte, wer ist immer da? Und das haben die Wende. So, zusammenzufassen, auf Seite 114, was waren tatsächlich die Botschaften? Johannesbrotbaum sehen wir in die Abbildung. 5.1 ist die Enthaltsamkeit, die Wasserstrom ist die Bescheidenheit und die Wende, Einsturz oder Einbogen, ist tatsächlich die Widmung, die Rabbi Eliezer immer hatte. Auf jeden Fall, das ist alles nicht so wichtig. Weil Rabbi Eliezer, die Mishnah sagt uns, wenn du alle Rabbiner in der Talmud genommen hast und auf eine Seite die Waage gestellt, wirst du vielleicht lesen, was die Mishnah sagt, im Pirkei Avot, in Text Nummer 6. Wir
Tanei und Ben Zakkai pflegt zu sagen, wenn alle Weisen von Israel auf der einen Seite der Waage wären und Rabbi Eliezer ben Hyrkanus auf der anderen Seite wäre, so würde er schwerer wiegen als die alle zusammen. Das ist vor. Stell dir vor, alle Rabbinen auf einer Seite, Rabbi Eliezer auf die andere Seite. So steht ein Pirkei Avot. Und das ist eine ganz klare Aussage. Und noch mehr, vielleicht am meisten, die Himmel hat eine Stimme gesagt. Die Himmel hat gesagt, dass die Halacha ist immer für ihn. Und auch mittlerweile ist schon festgestellt, dass die Mehrheit von den Menschen in Berlin, die repräsentiert sind durch die Mehrheit, die Menschen, die lernen Torah in Berlin heute Abend in der Münsterer Straße 6, haben sich geäußert für Rabbi Eliezer, aber nicht alle. Das ist reines. Und tatsächlich muss man verstehen, es sieht so aus, als ob Rabbi Eliezer eine klare Linie hat. Und die Himmel hat gesagt auch, wenn er was sagt, hat er auch recht. Aber, Rabbi Eliezer gesagt, tut mir leid, die Mehrheit haben eine andere Meinung. Du musst das akzeptieren, du musst das respektieren. Er hat gesagt, nein, ich bleibe meine Wahrheit. Und das war tatsächlich erstmal die Gründe von die Wunsch. So tatsächlich muss man verstehen, was ist Rabbi Eliezer, warum sagt er, was er sagt, was ist Rabbi Yeshua, warum sagt er, was er sagt, und wie finden wir Eliezer und Yeshua in unser Leben. Und das ist, was wir jetzt diskutieren werden. Und einsteige in die Hauptthema, von was wir tatsächlich heute diskutieren. In Wirklichkeit, Rabbi Eliezer hat eine bestimmte Linie gehabt und Rabbi Yeshua hat eine andere Linie gehabt. Wenn Rabbi Eliezers Linie nicht akzeptiert war, konnte er das nicht akzeptieren. Auch Rabbi Yeshua hatte mal eine Situation, wo er in die Minderheit war. Lass uns sehen, wie Yeshua hat reagiert, wenn er in die Minderheit war. Heute haben wir einen Kalender. Wir schauen einfach im Internet, wann beginnt Shabbat. Wir schauen einfach im Internet, wann ist Yom Kippur. Früher haben wir nicht im Internet geschaut. Eine lange Zeit zurück, circa 10 Jahre zurück, haben wir geschaut im Kalender. 15 Jahre zurück. Und noch länger zurück, circa 2000 Jahre zurück, vor den 15 Jahren zurück, haben wir geschaut auf den Mond. Und einmal, Rabbi Yeshua war überzeugt, dass die Zeugen, die gesagt haben, wir haben den neuen Mond gesehen, haben einen Fehler gemacht. So, eigentlich, Rosh Hashanah soll nicht am Montag sein, Rosh Hashanah soll am Dienstag sein. Und alle Rabbiner, oder mindestens die Chef und die Bedin, hat akzeptiert die Zeugenaussage. Aber da habe ich schon eine andere Meinung gehabt. Was hat passiert dann? Wie hat er umgegangen, wenn er in die Minderheit war? Lassen Sie, was die Talmud sagt dazu, in Text Nummer 7, auf Seite 115. Da möchte ich lesen. Text 7, Seite 115. Ja. Rabban Gamliel schickte eine Nachricht an Rabbi Yeshua. Ich befehle dir, vor mir zu erscheinen und deinen Stab und dein Geld mit sich zu führen, an dem Tag, an welchem nach deiner Rechnung Yom Kippur sein wird. Rabbi Akiva besuchte Rabbi Yeshua und fand ihn in großen Leiden vor. Rabbi Akiva sagte, ich kann dir einen Beweis aus der Tora bringen, um zu zeigen, dass was Rabban Gamliel getan hat, gültig ist. Der Vers sagt, diese Feiertage sind Gottes heilige Versammlung, sollst du in deren ernannten Jahreszeit verkühnen. Gott sagt, ob die Feiertage zu ihrer geeigneten Zeit verkündet werden oder nicht, ich habe keine anderen Feiertage, diese, um sie zu verkünden. Rabbi Yoshua ging dann zu Rabbi Dosa ben Hokinas, der zu ihm sagte, wenn wir die Entscheidung des Gerichtes von Rabban Gamliel hinterfragen, dann müssen wir die Entscheidungen jedes einzelnen rabbinischen Gerichtes, welche seit den Tagen von Moschee existiert haben, hinterfragen. Rabbi Yoshua nahm seinen Stab und sein Geld und ging zu Rabban Gamliel nach Yavne an dem Tag, an welchem nach seiner Rechnung Yom Kippur stattfinden sollte. Rabban Gamliel erhebte sich, küsste Rabbi Yoshua auf den Kopf und sagte zu ihm, komm in Frieden, mein Lehrer und mein Jünger. Du bist mein Lehrer in der Weisheit, du bist mein Jünger dafür, dass du meiner Anweisung gefolgt bist. Rabbi Yeshua hat mit Bescheidenheit akzeptiert eine Meinung, was er absolut überzeugt war, war falsch. Weil die Mehrheit, dem rabbinischen Gericht, hat so gesagt. Und damit war die Sache klar. Hier sehen wir,
zwei Protagonisten, zwei Menschen, zwei Reaktionen bei Rabbi Eliezer, die seine Wahrheit immer die Wahrheit geblieben ist, und Rabbi Yeshua, die, obwohl er überzeugt war, hat er gesagt, lieber, ich gehe auf den Weg, was akzeptiert ist, und ich hat selber das auch integriert in seinem Leben, an Yom Kippur gekommen, mit Geld, was nach seiner Auffassung Yom Kippur war, um Respekt zu haben. So, aus diesen zwei Reaktionen, lass uns jetzt formulieren, die Persönlichkeit von Rabbi Yeshua, die Persönlichkeit von Rabbi Eliezer, und nachher werden wir versuchen, diese Persönlichkeit in unser Leben wieder zu finden. Wir sehen, Rabbi Eliezer und Rabbi Yeshua hatten zwei verschiedene Wege. Später werden wir sprechen, wer Recht hat oder welcher Weg ist richtig oder nicht. Aber die hatten erstmal zwei verschiedene Wege, wie umzugehen, wenn die sich befinden in einer Minderheit. Diese Wege sind auch zum Ausdruck gekommen in der Geschichte mit Achillas, was übergetreten hat. Es gibt zwei Meinungen in der Talmud, wer Achillas war, ob er Unkulus war, derjenige, der übersetzt hat im Torah, oder ob ein anderer übergetretener Mensch namens Achillas. Lass uns sehen, wie Achillas hat seine Diskussion geführt mit Rabbi Eliezer und mit Rabbi Yeshua. Achillas hat gelesen, das steht in der Torah, dass Gott sagt, ich gebe die Menschen, die übergetreten hat, Kleidung und Wasser. Und er wird gestört von diesen Aussagen. Was hat genau passiert? Text 8. Ja, wer lässt? Achillas, der Proselyte, besuchte Rabbi Eliezer und fragte ihn, die Tora sagt, Gott liebt den Proselyten und gibt ihm Brot und Kleidung. Wenn Gott den Proselyten liebt, warum gibt er ihm nicht mehr als die grundlegendsten Notwendigkeiten? Sie betrachten dieses Geschenk als selbstverständlich, antwortete Rabbi Eliezer. Das, wofür unser Patriarch Jakob beten musste, Brot zum Essen und ein Kleidungsstück zum Tragen, gibt Gott den Proselyten einfach so. Achillas besuchte dann Rabbi Yeshua, welcher ihn mit warmen Worten tröstete. Brot ist eine Metapher für die Tora, wie sie sagt, komm, habe Anteil an meinem Brot. Kleidung ist ein Verweis auf den Mantel des Tora-Gelehrten. So, was war die was war die genaue Differenz bei der Geschichte? Die Gier hat gesagt, warum gibt er nur Wasser und Kleidung? Gott hat nicht gesagt, er gibt nur Wasser und Kleidung. Aber er gibt Wasser und Kleidung. Was heißt das? Weiter. So, das ist sozusagen die besondere, ich weiß nicht, ob er Levi's Jeans bekommen hat, oder gemeint hat, wie es in der Bildung angedeutet ist. Im französischen Wort, aber okay. Das bekommt die Gier. Dadurch war er ein Gürtel. Was heißt? Nur Wasser und Kleidung. Weiter. Brot und Kleidung. Rabbi Eliezer sagt, was machst du so aus? Du weißt, wie Jakob musste schwer für diesen Brot und diese Kleidung arbeiten. Das ist nicht einfach. Rabbi Yeshua hat einen ganz anderen Zugang gehabt. Und sagte, Brot ist Tora, Ernährung. Du kriegst die Tora, das Wichtigste. Wasser, Kleidung. Kleidung bezieht sich auf den Unhang des Torgelernten. Es bezieht sich auf die Verbindung und auf die Mantel sozusagen des Torgelernten. Eine ganz große Sache. Hier sehen wir schon zwei Zugänge. Man sagt, es gibt Chesed und es gibt Emmet. Es gibt Wohltätigkeit und es gibt Wahrheit. Der Weg der Wahrheit, der Weg der Wohltätigkeit. Das war keine halachische Diskussion. Jetzt kommt eine halachische Diskussion. Was sollen wir machen an den Feiertagen? Sagt die Tora, an den Feiertagen soll man tatsächlich soll sein ein Azeret. Lesen die Tora. Das Wort Azeret bedeutet Stopp. Stopp von was? Sagt die Talmud im Meseches Beah folgendes. Text Nummer 9. Die Gemara im Beah. Ja, wer möchte lesen? Einmal saß Rabbi Eliezer an einem Feiertag und lehrte den ganzen Tag die Gesetze des Feiertags. Eine Gruppe von Studenten verließ den Hörsaal, um ihre Feiertagsmahlzeit zu genießen, woraufhin Rabbi Eliezer sagte, die Leute müssen Fässer von Wein zu Hause haben. Deswegen gingen sie.
Als eine zweite Gruppe ging, sagte er, diejenigen haben Fässchen von Wein. Als eine dritte Gruppe aufbrach, sagte er, diese haben Krüge. Als eine vierte Gruppe aufstand und ging, sagte er, diese haben Flaschen. Als eine fünfte Gruppe ging, sagte er, diese haben Becher. Als die sechste Gruppe begann, den Hörsaal zu verlassen und der Hörsaal damit fast leer war, sagte Rabbi Eliezer, durch dieses unempfindliche Verhalten der Gruppe gestört, welch eine Schande sie verursacht haben, sagte er. Sagte er, diese sind verfluchte Menschen. Rabbi Eliezer blickte auf die übrigen Schüler und ihre Gesichter wurden aus Angst, dass er mit ihnen auch unzufrieden war, blass. Rabbi Eliezer sagte zu ihnen, meine Söhne, meine Kritik ist nicht an euch gerichtet, sondern an diejenigen, die gegangen sind, denn sie verlassen das Studium der Tora, welches das ewige Leben bringt und beschäftigen sich mit dem vergänglichen Leben. Der Talmud fragt, warum hat Rabbi Eliezer diejenigen kritisiert, die um die Feiertagsmahlzeit zu genießen gingen? Immerhin ist es zwingend notwendig, sich an einem Feiertag zu erfreuen. Rabbi Eliezer ist jedoch der Meinung, dass die Freude an einem Feiertag optional ist, denn es wurde gelehrt, Rabbi Eliezer sagt, eine Person hat keine notwendige Pflicht an einem Feiertag. Sie kann wählen, zu essen und zu trinken oder zu sitzen und die Tora zu studieren. Rabbi Joshua sagt, teile den Tag. Die eine Hälfte davon widme Gott und die andere sich selbst, das heißt für Essen und Trinken. Rabbi Eliezer ist klipp und klar. Entweder lerne, aber oder genieße, aber mich nicht. Rabbi Joshua sagt, live and let live. Ein bisschen freuen. Ein bisschen Synagoge, ein bisschen Essen, ein bisschen Tanzen. Tatsächlich, die Tora sagt einmal, es ist eine Azeret für deinen Gott, ein Stopp für deinen Gott. Und einmal steht aber, es ist eine Azeret für dich. So, wie gehen wir damit um? Rabbi Eliezer sagt, es gibt zwei gemeinsame exklusive Optionen. Man kann entweder entscheiden, dass man Tora-Studium-Gebete macht, und die Leute, die zu mir in die Synagoge gekommen sind, wahrscheinlich wollten das. Also man kann entscheiden, sich zu erfreuen. Aber man kann nicht beide Welten gleichzeitig haben. Rabbi Yeshua sagt immer, nein, man kann tatsächlich die Zeit teilen. Man kann in die Synagoge gehen, beten, studieren. Man kann auch die Zeit nehmen, sich zu erfreuen. Das ist auch im Talmud, das ist ein Gesetz auch. Ich habe erzählt, dass einmal ein nicht der jüdische Mann wollte einmal in den Synagoge Gottesdienst gehen. Wenn er kommt, Synagoge, er fragt seinen Freund, der Frank, fragt der David, sagt, was die Bedeutung von die Tora hochgegeben sagt. Was die Bedeutung von dem Kantor vorher? Oh, was die Bedeutung, dass alle laut sagen Amen? Und was die Bedeutung? Er erklärt ihm die ganze Zeit. Dann kommt die Zeit von der Rede, der Rabbiner nimmt die Uhr und legt es auf den Tisch, stellt es auf den Tisch und sagt, was die Bedeutung davon? Sagt er, das hat keine Bedeutung. Das ist schon was ganz anderes. Und tatsächlich, Rabbi Eliezer sagt, man kann nicht gleichzeitig beide Dinge machen. So, wir sehen, Rabbi Eliezer hat einen ganz klaren Weg, was er geht. So, nachdem wir das gelernt haben, schauen Sie bitte auf die nächste Seite und lassen Sie sehen, Seite 120, lassen Sie sehen, welchen Wörter, schauen Sie einen Moment bitte drauf, lassen Sie sehen, welchen Wörter hatten Sie hier mit Rabbi Eliezer bezogen und welchen Begriffe hatten Sie mit Rabbi Yeshua bezogen. Rabbi Eliezer. Gib mir ein Beispiel. Welche Wörter hast du mit Rabbi Eliezer bezogen? Radikal. Ha? Radikale. Okay, was noch? Kritisch. Kritisch, ja? Rational perfektionist. Okay. Will noch jemand was anbieten? Dramatisch. Okay. Idealist. Idealist, okay. Fleißig. Ehrgeizig. Schwer? Ehrgeizig? Okay. Lassen Sie sehen, einige Beispiele waren hier erwähnt. Aber das war sicherlich. Ein Idealist, ein strenger, wahrhaftiger Mensch, der auch viel gefordert hat. Ein Mensch, den man kann sagen, auch sanitär, aber so ein bestimmtes Niveau eingestellt hat. Ein edelmutiger Mensch, ein, wenn man möchte, aus dem negativen Ausdruck, radikal sozusagen, klar gerichtet und nicht unbedingt negativ weiter. Man kann auch aussehen, aber. Weiter topisch, ja. Kritisch, aber auch sehr spirituell, ein Perfektionist.
und jemanden, die seinen Weg gegangen ist, empörst. Rabbi Yeshua im Gegensatz dazu, welche Werte hatten Sie hier von dieser Liste ausgewählt für ihn? Persönlich. Ja? War familienorientiert. Okay. Persönlich. Mäßig. Mäßig, persönlich, kompromissbereit? Ja. Okay, das ist ein Sinn. Wir haben schon plus minus einen pragmatischen Zugang, die Kompromissbereitschaft, ob es populistisch ist, kommt darauf an, wer die journalistisch schreibt, die Artikel ist, was er betonen möchte, ob es sympathetisch war und was seine Richtung auch tatsächlich war. Es gibt eine klare zwei Richtungen hier. Und das werden wir jetzt kontinuieren. Das werden wir jetzt diskutieren. Das werden wir jetzt sehen, wie das tatsächlich entstanden ist. Wie es entstanden ist, dass nach 1500 Jahren von keinen Meinungsverschiedenheiten Judentum plötzlich eine neue Phase angefangen hat, wo Diskussionen entstanden hat, wo Meinungsverschiedenheiten. Lass uns erstmal dieses kurze Film anschauen. For the first 1500 years of Jewish history, there were never any enduring differences of opinion regarding issues of Jewish observance. Any debates were quickly settled in the Sanhedrin by majority vote. But when the Sanhedrin was dissolved during the Roman occupation of Israel, that changed. Scholars began to have permanent differences in halakhic opinion, which became known as Machloket. The classic example of Machloket is the historic disputes that occurred between the Academy of Hillel and the Academy of Shammai, whose views differed in nearly every aspect of Jewish life and law. Hillel's approach was characterized by chesed, kindness or leniency, while Shammai's was dominated by gevura, severity, or lack of tolerance for mediocrity. A person who has more gevura is not unforgiving or rigid. He sees potential in others and refuses to settle for anything less. Chesed takes another view. The one who possesses it understands that people sometimes need, perhaps undeservedly, kindness, encouraging word, or a helping hand. Tausendfünfhundert Jahre war keine Streitigkeit. Warum? Es war wie in Deutschland. Es gibt ein Gericht, es gibt ein Landesgericht, es gibt die oberste Gericht in Karlsruhe, war ein König, war ein Bedin, war ein Sanhedrin. Sanhedrin hat gesagt, Punkt. Dann die Zerstörung der Tempel hat eine neue Situation gebracht. Meinungsverschiedenheiten. Keinen einzigen Sanhedrin. Und tatsächlich, nicht, dass einer hatte Recht und einer hatte Unrecht, sondern jeder hatte Recht nach seiner Auffassung. Und das hat dann die Halacha entwickelt. So Shammai und Hillel, ganz am Anfang, hatten zwei Zugänge. Shammai war eher diejenige, die sagt, ich sehe die Potenzial in meinen Kindern, ich sehe die Potenzial in meinen Schülern und ich möchte die Beste ausbringen, was sie sind. Und wenn ich möchte, dass mein Kind soll die Beste sein, was er sein kann, mache ich nicht immer Kompromisse zu meinem Kind. Weil wenn ich immer Kompromisse mache, wird er einfach nicht mehr Mühe geben. Hillel, mehr gelassene. Hillel, aber tatsächlich, Hillel und Shammai waren Schüler von Shmaya und Naftali. Shmaya und Naftali waren zwei große Rabbiner, die haben selber Übertritt zum Judentum gemacht. Und beide seiner Schüler hatten zwei andere Zugänge gehabt. Die Akademie von Hillel, die Akademie von Shammai. Und Hillel war immer mehr auf die Gelassene, auf die zu appellieren, auf die Gute der Mensch. Und Shammai sagte, nein, man kann besser werden. Nicht vergessen, Kompromisse manchmal bedeutet, ich gebe nicht mehr Mühe. Shammai sagte, ich glaube in meine Kinder. Ich glaube in meine Schüler. Sie können besser sein. Ich will mehr fordern, damit sie höher erreichen, damit sie besser sind, damit sie höher streben.
Hillel hat ein bisschen andere Zugang. Und das sind so gemacht, dass die Akademie von Hillel, die Akademie von Shammah hatten zwei Regeln. Die Halacha ist meistens wie Hillel. Meistens. Aber Shammah hat nicht Unrecht. Shammah ist Wahrheit. Hillel ist Wohltätigkeit. Chesed ve'emet. Was sind sie? Schau, hier war Schule bei Rabbi Yochanan ben Zakkai und er wiederum hatte zwei Schulen gehabt. Eine war Rabbi Yeshua und eine war Rabbi Eliezer. Obwohl die waren, Rabbi Eliezer war die Schule sozusagen von Rabbi Yochanan, war die Schule von Hillel, in seiner Linie war sehr ähnlich an Rabbi, tatsächlich an Schama. Deswegen die Talmud sagt im Text 10, Rabbi Eliezer Schamotti. Rabbi Eliezer war ein Schamme-Mensch, er war ein Gwurre-Mensch, er war ein Mensch, der wollte die Wahrheit haben. Er wollte die echte Wahrheit haben. Warum? Weil gesagt, wenn es ist nicht die Wahrheit, dann brauche ich das ganze Paket nicht. Wenn es ist nicht die Wahrheit, dann brauche ich es einfach nicht. Wenn es ist nicht die komplette Wahrheit, ist es Null. Qualität. Entweder ist es die Richtige, oder es ist Null. In dem Moment, was es nicht die Richtige ist, ist es Null. Wie sagt man? Jede Sache, was umsonst ist, ist nicht schwer, die Preise, die man dafür bezahlt. Weil wenn es nicht die Wahrheit ist, dann ist es nicht. In dem Moment, was es nicht ja, ist es auch nicht. In dem Moment, was es nicht komplett die Emet gibt es keinen Kompromiss. Es gibt keinen verschiedenen 50 Shades of Grey in Emet. Es gibt, Emet ist Emet. Und wenn es nicht die Wahrheit ist, ist es nicht die Wahrheit. Weil es ist nicht die Wahrheit. In dem Moment, was es nicht 100% Wahrheit, 99% Wahrheit ist gleich wie 1% Wahrheit. Das hat Shammai, das hat Rabbi Eliezer gesagt. Rabbi Yeshua war der Pragmatische. Er sagte, Eliezer, du hast recht. Aber nicht jeder steht auf deiner Ebene. Nicht, wir können es nicht fordern von allen. Und das war tatsächlich die Zugang auch zu Akilas. Aber das war der Zugang zu Akilas. Rabbi Eliezer sagte, ich habe die Gwurre-Persönlichkeit. Was ist die Gwurre-Persönlichkeit? Es gibt von einer Seite weniger Toleranz für die nicht die echte Wahrheit. Es gibt gleichzeitig auch eine höhere Erwartung, weil man will mehr erreichen. Man möchte die Kinder mehr oder die Schule oder von sich selber höhere Ziele. Man möchte weiterhin sich mit weniger zu man sieht in anderen das Potenzial. Weil wir sehen die Potenzial. Manchmal sagen, wenn du hast kein Potenzial, was sagst du zu deinem Kind? Nein, ich wusste, du hast kein Potenzial und du bist einfach nicht fähig. Okay, hat ich gesagt, okay. Aber du bist doch klug. So warum bist du so faul? Das ist, was wir sagen, das ist, was wir denken. Das heißt, wir sagen, für dir. Das sagt er mir, also, du kannst mehr. Du hast es, warum bist du so faul? Das sagt der Jesus. Geh ganz oben, strebe zum Ziel. Aber und deswegen will er die Perfektion. Deswegen will er die Wahrheit haben. Aber und deswegen strebt er tatsächlich keinen Mittelweg zu gehen. Und er glaubt, dass unverdiente Güter nicht im Wohl der Empfänger sind. Im Gegensatz zur Wahrheit kommt Chesed, kommt Wohltätigkeit. Was ist das? Pragmatisch. Weißt du was? Du kannst, aber du, das ist die Situation. 2016, was soll man machen? 1000 Jahre zurück war kein iPhone. Was soll man machen? Es gibt andere Ablenkungen in diesen Tagen. Kann man auch sagen. Kompromisse sind manchmal notwendig. Und tatsächlich, man macht das Beste, was man kann. Und das ist die Welt von Chesed. Und tatsächlich, man versucht die ermutigenden Werte, man gibt eine helfende Hand. Und das ist tatsächlich die Frage. Ich will noch ganz kurz fragen, wer ist hier eher ein Chesed, Hillel, Yeshua? Wer ist eher hier ein Gwura, Eliezer, Emet? Wer ist beides? Jetzt würde ich sagen, beides kann nur sein. Wenn es beides ist, bist du Null. Das musst du wissen und lernen. Sei nicht beide. Beide ist gleich Null. Aber, wir werden später sagen, man kann doch beide sein. Aber nicht die beide, wenn man denkt, beides. Das werden wir am Ende heute lernen. Weil man denkt, dass man beide ist, ist man häufig Null.
wenn man beides ist und man wirklich alles komponiert, das ist was anderes. Aber das werden wir nach der Zukunft. So, jetzt kann man ein bisschen verstehen, in zwei Richtungen im Leben. Bin ich eher ein Eliezer, Gvura, zielstrebig, oder bin ich, sagt Yeshua, ich bin doch zielstrebig, aber ich muss auch die Realität anschauen. Und ich müsste deswegen auch den pragmatischen Zugang haben. Natürlich, beides sind ein Torah. Man kann jetzt nicht sagen, pragmatisch, okay, Torah weg, Kosher weg, Hauptsache Kosher Style, das natürlich ist gar nicht. Und tatsächlich, das war auch der Zugang zu Achilles. Rabbi Yehuda sagt, Mr. Achilles, du wirst Jude werden, wunderbar. Aber mach es nicht für die Benefits. Mach es nicht für die Vorteile. Nicht bei uns. Du wirst, mach es für die Wahrheit. Das ist damit gemeint. Du kannst nicht sagen, was kriege ich jetzt noch, Kleider mit Brot, oder? Wenn sie nur über die Vorteile, die Mitgliedschaft suchen, dann sind sie nicht in dem richtigen Club. Weil man muss es machen, wie Ruth hat gesagt, Amech Ami, all the way. Wenn ich akzeptiere nur 612 Mitzvoten, die mich zwar interessiert, bin ich, dann ist es nicht. Entweder man will es und man praktiziert es, oder man sagt, nein, nur symbolisch. Das sagt Rabbi Eliezer. Rabbi Yeshua sagt, natürlich kann man nicht verzichten auf die Emet, aber gleichzeitig aber, sagt er, man helfe in der Hand, die Weg, die Mut, die Wärme, die Liebe, die Umarmung und so weiter. Und diese Kritik ist auch übrigens die allgemeine Zugang, die sie hatten, auch bezüglich die Feiertage. Rabbi Eliezer sagte, wenn es geht um Feiern, sagt Rabbi Eliezer, die Tora sagt, perfekt. Die Festessen ist diejenige, die nach nicht ihr Potenzial rechnen. Du bist noch nicht so weit, du bist noch ein Kind, du wirst gehen. Kein Problem, du wirst sitzen zu Hause, Feiertag, sitzen und essen, wunderbar. Kein Problem. Aber du wirst kommen in die Synagoge und lernen, du wirst in diese Linie gehen, du wirst diese heute Linie gehen. Okay, mach das. Aber misch nicht, tanz nicht, sei wie du bist. Wie sagt man, deine gesagt, man muss reden, wo man hält, und man muss halten, wo man redet. Vierter sagt man. Man muss reden, wo man hält, und halten, wo man redet. Das ist dran, was ich gesagt habe. Du wirst einen anderen Weg gehen. Aber die Tora, sagt Rabbi Yeshua, ist pragmatisch. Lerne ein wenig und genieße ein Festmahl. Die Tora ist pragmatisch, die Tora weiß, mit wem es zu tun hat. Und das ist tatsächlich, wir haben jetzt die Anfang von der Antwort von die Offen, was wir heute besprochen haben, jetzt bekommen. Rabbi Yeshua war in ähnlicher Position für Rabbi Yeshua. Die Frage ist, was man betont. Und das ist tatsächlich, was die Anfang jetzt von dem Oven, von unserem Oven, uns jetzt erklären kann. Aber der Oven. Allgemein, was war die Geschichte am Anfang? Wir hatten einen Oven. Dieser Oven, normalerweise um etwas um ganz zu sein, ist, wenn man fertig ist. Heilig, wenn etwas ist fertig, das heißt etwas komplett. Dann kann es heilig werden, dann kann es unheilig werden. Scheiben, Teile sind nicht heilig und wenn es nicht heilig ist, wird es auch nicht unheilig. Unheiligkeit versucht zu kommen, nur wo Heiligkeit kommt. Richtig? Nur wenn einer ist nicht verpflichtet, was zu machen, hat er auch nicht die Wille, das nicht zu machen. Nur wenn man das war am Schabbat, dann plötzlich wollen wir alle Dinge, die man nicht machen darf, tun. Wenn wir beten, plötzlich erinnert man, ui, ich muss das erledigen, das erledigen, ich muss zum Bank gehen, ich muss Termine machen. Gerade wenn man betet, beginnt es alles zu denken. Weil wenn man etwas nicht machen muss, versucht auch die bösen Triebe nicht abzulenken. Aber wenn wir etwas verpflichtet sind, dann arbeitet es schwer. So wo es gibt Heiligkeit, gibt es Unheiligkeit. Etwas Ganzes, etwas Komplettes, versucht die Unreinheit dort reinzukommen. Kleinteile, die können gar nicht unrein werden. Deswegen, sie sind nicht ganz, sie sind nur Teile. Da können die auch nicht, sind sie auch nicht fähig, unrein zu werden. Was war die Frage hier? Hier war die Frage, man hat so einen Zwischenstand. Das war ein Ofen, was von drin war brüchlich, waren Steine, waren Ton, zwischen war Sand. So, nicht, von außen war ganz.
von außen war ganz, von innen war nicht ganz. David also sagte, die kann gar nicht unrein. Das ist nicht fähig, unrein zu werden. Das ist gar nicht. Wenn du bist bruchelig, nicht dahin, nicht daher. Auch wenn du von außen ganz bist. Aber wenn du bist von drehen, du bist so wackelig, bist du nicht ganz. Du bist nicht ganz. Kommt kein rein, kommt kein unrein. Aber ich habe gesagt, okay, aber von außen bist du ganz. Das ist der Anfang von der Diskussion. Was verleiht wer zu etwas? Ein einfacher Tonscherbe ist wertlos. Kann Heiligkeit an, kann keine Heiligkeit anziehen. Und es kann auch nicht unheilig werden. Richtig? Wie die Talmud sagt in Text Nummer 11, und es wird gebracht in Tanja, Ruach HaTuma, die geistige Kraft, die Unreinheit, will nur in dem heiligen Ort kommen. Nur wo es heilig ist, will die Unheilig kommen. Das heißt, immer wo es gibt die Heiligkeit, versucht die Unheiligkeit zu kommen. Wo es gibt nicht die Heiligkeit, versucht die Unheiligkeit nicht zu kommen. Wie sagt man? Leben ist Bewegung. Die Friedhof haben alle Frieden. Niemand lebt. Aber alles Frieden. Hast du mal gesagt, die Friedhof, die Menschen streiten miteinander? Es ist ruhig. Es gibt... negativ, aber auch positiv. Das geht immer Hand in Hand. Heiligkeit und Unheiligkeit geht Hand in Hand. Je heiliger man, wir sind eine besondere Generation, je heiliger, je wichtiger die Thema ist, desto mehr versucht der Yetzirah zu stellen. Weil es ist nicht wichtig, nee, lass dir den Ruhe. Einer wollte mal eine Synagoge bauen und niemand hat gestört, aber gesagt, eine gute Idee, sagt er etwas. Da plötzlich manche gesagt, wer braucht die Synagoge? Es gibt schon eine, wir brauchen nicht. Ich dachte, oh, jetzt weiß ich, jetzt ist gut. Das ist, was man braucht. Wenn es ist gut, ja. Du hast doch vor zwei Wochen erzählt, dass wo es gibt, am meisten Wut gibt, es auch am meisten Böse. Genau, dieses Schwanken. Und das tatsächlich war die Geschichte. Was passiert aber, es gibt ein Oven, es gibt ein Oven. Was von außen ist ganz und von innen ist nicht ganz. Normalerweise ein Gefäß aus Ton. Dieses Gefäß ist genau, die Metapher von dem Mensch. Wir sind auch ein Gefäß. Wir sind auch ein Ofen. Die Frage ist, welcher Ofen sind wir? Wenn wir ein ganzes Ofen sind, kein Problem, wunderbar. Wenn wir ein kaputtes Ofen sind, okay. Was passiert, wir sind so zwischen? Wir sind zwischen. Und das ist hier die Diskussion in Text Nummer 12. Das war tatsächlich die Diskussion. Wie es wird gebracht von Rabbi Yehuda Amital, ein Rabbiner, der bis vor kurzem gestorben ist, ein sehr bekannter Rabbiner, der viel gemacht hat, ein religiöser, zionistischer Rabbiner, der viel gemacht hat zum Aufbau Israel, hat diese Geschichte so erklärt. Lass uns bitte lesen den Text Nummer 12 auf Seite 122. Ja. Kann ich lesen. Wir sind nicht alle gleich. Also kein. Als Rabbi Eliezer den hanachischen Status des Achmai-Ofens betrachtete, näherte er sich dem Thema aus seiner eigentlichartigen Perspektive, einer Position der Perfektion und absoluten Konsistenz. Aus dieser erhöhten Perspektive betrachtet ist der Achmai-Ofen eine bloße Sammlung von Scherben, kein Utensil und nicht anfällig für rituelle Unreinheit. Rabbi Eliezer erklärte es für rein. Aus dieser Perspektive kann aber nichts in dieser Welt vollständig betrachtet werden. Die Weisen werden davon beunruhigt. Sie kamen daher einen anderen Ansatz, sie nahmen daher einen anderen Ansatz und nahmen eine zweckgebundene Stellung in dieser Diskussion über den Status des Ofens ein. Aus der zweckgebundenen Sicht ist der Ofen ein voll funktionsfähiges Utensil und daher hervorragend anfällig für Unreinheit. Die Weisen sehen ein, dass die Lebewesen eine physische Welt mit all damit verbundenen Einschränkungen bewohnen und können ihr Leben nicht in Übereinstimmung mit den himmlisch-göttlichen Normen leben. Wir müssen Inspiration von hohen Idealen ziehen und danach streben, sie zu erreichen. Die halachischen Normen, welche unser Leben bestimmen, müssen jedoch in den praktischen Gegebenheiten der unvollkommenen Welt geerdet sein, die wir bewohnen. Rabbi Eliezer war das ultimative Idealist. Kompromiss in seinen Augen war das Gänge von Wahrheit. Auch wenn der Kompromiss war nicht in den Inhalt,
sondern auch in die Anwendung. Was war zwischen dieses Offen? Was war zwischen die Tonscheiben? Sand. Wer Sand auf Hebräisch? Chol. Chol heißt auch profan, unheilig. Es geht nicht um ein Gefäß. Es geht um dir. Es geht um uns. Manche Leute, sie erleben, ist manchmal profan, manchmal heilig, manchmal gut, manchmal das Gegen von gut. Das war die Diskussion. Rabbi Eliezer hat gesagt, das ist, man kann nicht leben, ein bisschen hier und ein bisschen mehr. Rabbi Yeshua sagt, du hast recht. Aber was passiert, wenn es so ist? Sollen wir die Menschen sagen, jetzt, weil ihr seid nicht immer, weil ihr seid nicht die Wahrheit, hat er keinen Platz? Also sagen wir, trotzdem, das war hier die Diskussion. An diesem Tag in Yavne war die große Diskussion zwischen Chesed und Emet. War die große Diskussion, wer hat Recht? Wohltätigkeit oder Wahrheit? Beide sind richtig, aber wer hat Recht? Das war die Diskussion. Chol, profan. Aber Sand, was ist Sand? Was ist Sand genau? Was zeigt Sand aber? Was zeigt Sand? Das war die Debatte. Das war die Debatte, das war die Perspektive tatsächlich in die Debatte. Es war nicht einfach so. Aber der Jesu, bei ihm war das sein ganzes Leben. Er wollte verteidigen seine Position. Die Wahrheit, die Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit. Weil in dem Moment, es gibt die Wahrheit plus oder die Wahrheit minus oder die Wahrheit aber oder die Wahrheit ist das nicht Wahrheit. Weil die ganze Existenz von Wahrheit ist, dass er Wahrheit ist. Aber die Wahrheit kann manchmal hart sein. Und wenn man möchte die Leute reinbringen, niemand will die Wahrheit verzichten. Rabbi Yeshua sagt nicht, die Wahrheit kann manchmal ein bisschen verwaschen werden, natürlich nicht. Rabbi Yeshua sagt, aber wenn die Mensch noch nicht so weit ist, dann soll man trotzdem die Menschen empfangen. Und deswegen, Rabbi Yehuda, konnte hier nicht tatsächlich diese Weg gehen. So, warum war das diese große Debatte? Aber die Perspektiven war, aber er sagt, guck auf die Sand, die trennt die Wahrheit, die trennt die echten Dinge. Die Oven ist nicht eine Einheit. Es ist nur Schild, es ist nur Teilen. Kann es nicht, ist es nicht die richtige Ziel, ist es auch nicht fähig, unrein zu werden. Ich hätte gesagt, dazu habe ich Yeshua aber. Sagen die Weisen, Rabbi Yeshua und die Mehrheit, trotz des Handels, allein gegen Menschen ihr Bestes geben, sind sie immer noch ein Gefäß für Heiliger. Es ist zwar unvollständig, es ist ein doch ein vollständiges Utensil. Insbesondere das von außen, was ist außen? Außen ist die Tat. Wie benehmen sich die Menschen? Was tun die Menschen? Nicht, was da drin ist. Was tun die Menschen? Was reden die Menschen? Was denken die Menschen? Was drin ist, was die Menschen fühlen, was die Menschen verstehen, ist noch nicht so weit. Ganz praktisch ein Beispiel. Man macht die Internet auf. Plötzlich kommt ein Flash von einer unschönen Sache. So, ein Zadig, das ist Tanja, ist jemand, der sagt das gar nicht. Ein Benini sagt, weg. Es ist gekommen, okay. Die Frage ist nicht, was kommt. Die Frage ist, wie wir weiter hingehen. Wie wir umgehen mit Herausforderungen. Dass wir nicht heilen, dass wir nicht Zadig sind, das Einsame. In der Tat, sagen die Weisen, der Tat, die Mensch hatte Schwierigkeit, es war schwer, aber er hat es gemacht. Gut, es gemacht, gut. Das sagen die Weisen. Das sagen die Weisen. Und deswegen sagen wir, doch, ist es doch ganz. Aber das Ganze kann es unheimlich werden. So, was war tatsächlich, Abba? So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, Abba. So, jetzt kommen wir zu dem Punkt, okay. Wir haben die Position geklärt. Aber warum hat Rabbi Eliezer nicht akzeptiert die Mehrheitslehre?
Es gibt doch eine Regel in der Tora, wir gehen nach der Mehrheit. Sagen wir, er hat seine Meinung gehabt, aber es gibt doch die Mehrheit. Warum hat er das nicht akzeptiert? Warum kann das nicht akzeptieren? Die Frage ist, ist die Mehrheit immer richtig? Was passiert, wenn jemand eine Krankheit hat? Und es gibt 10 Ärzte, die neue Ärzte sind, die gerade jetzt junge, neue Ärzte sind, die sagen, alles eine Meinung. Aber die Chefarzt, der große Chefarzt, die 30 Jahre Erfahrung hat, sagt eine andere Meinung. Gehen wir nach der Mehrheit? Nein. Das hat Rabbi Eliezer gesagt. Oh, Moment! Wer sagt, die Mehrheit gilt immer? Johannesbrot, Fluss, Wende, Qualität. Das hat Rabbi Eliezer gesagt. Nein, okay, aber das stimmt. Das hat tatsächlich gesagt. Die Gemara sagt, dass Shammai sagte zu Hillel, wir sind zwar die kompromisslosen, zielgestellten, aber wir haben doch die Wahrheit. So, wenn wir die Wahrheit haben, wir sind die Qualität. Das haben die gesagt, nicht, dass sie die anderen und nicht respektieren. In dieser Sache, wenn es geht um die Wahrheit, es geht um die, genau, wir sind die Fachmenschen. Sagt die Gemara, Text 13, wie Shammai argumentiert hat. Ja, bitte. Nur kaputt, wer möchte lesen? Der Talmud sagt, die Schulen von Shammai und Hillel stritten 3 Jahre lang. Einer sagte, die Halacha folgt unserer Meinung. Und der andere sagte, die Halacha folgt unserer Meinung. Der Disput war nicht in Bezug auf einen bestimmten halachischen Bereich. Sie konnten sich eher bei einem größeren Problem nicht einigen. Wie wird eine Mehrheit berechnet? Die Schule Hillel behauptete, die Halacha folgt unserer Meinung, weil wir die Mehrheit bilden. Die Schule von Shammai konterte, die Schüler unserer Schule sind schärfer und besitzen höhere analytische Fähigkeiten. Wir rechnen nicht mit einer quantitativen Mehrheit, denn wir bilden die qualitative Mehrheit. So legt auch Rabbi Eliezer, ein Schüler von Shammai, nicht den Wert auf die Mehrheitsmeinung. Weißt du, man sagt, dass ein Mensch fährt im Auto und eine Frau ruft den Mann und sagt, Joe, pass auf, ich habe gerade im Radio gehört, dass es gibt einen Auto, wie heißt das, die fahrt in die falsche Richtung? Geisterfahrer. Ich habe gerade auf die Radio gehört, auf die Autobahn, auf die 113, gibt es ein Auto, die fahrt in die falsche Richtung. Sagt der Mann, nein, nein, es ist viel schlimmer, es ist nicht ein Auto, es ist hunderte Autos. Was? Die Frage ist, wer hat die Recht? Die Frage ist, ob es die Qualität oder die Quantität? Sag Shammai. Aber Hillel sagt, große Anzahl von Studenten, die quantitative Mehrheit. Shammai sagt, wir sind wenig, aber dafür sind wir die scharfsinnigen Menschen. Und sie waren auch tatsächlich so, sie waren die immer geguckt auf den tiefsten von der Qualität. So, das hat Rabbi Eliezer gesagt. Ich bin voll mit Respekt für euch. Aber Johannesbrotbaum, Flüsse, Wände, mit vollem Respekt, nichts persönlich. Er kommt rein und ein paar Stunden geht. Für mich, ich bin so einer, ich bin ein Idealist, ich gucke ganz, ganz genau und an diese Sache habe ich absolut recht. Und Rabbi Eliezer hatte auch Recht aus seinem Sicht. Er war Wahrheit. Das war aus seiner Sicht auch die richtige Sache. So, wie gehen wir damit um? So, was ist wirklich die Wahrheit? Sagt die Talmud im Text, im 14. Chagiga. Wie gehen wir damit um? Ja, weiter. Ja. Ariel, sagt die Talmud. Was sagt die Talmud? 124. Wenn Tora-Gelehrte in Gruppen sitzen und lernen, sprechen einige etwas für rituell unrein, während andere es rein sprechen. Einige verbieten, während andere erlauben. Einige disqualifizieren, während andere es für tauglich erklären. Man könnte sagen,
Wie soll ich die Tora lernen und an deren Wahrheit kommen unter solchen Umständen? Die Schrift sagt uns, dass alle Meinungen von einem Hirten gegeben wurden. Prediger 12,11. Ein Gott gab sie. Ein Führer Moses verkündete sie, als er es aus dem Munde Gottes hörte. So, da haben wir die erste Tatsache gesagt, aber er sagt, ich verstehe Hille. Ich verstehe die Wichtigkeit. Aber was haben Sie je gesagt? In diesem, Sie haben ein medizinisches Problem. Aber und es gibt 10 medizinische Studenten im ersten Semester, die haben eine ganz, ganz klare Weise absolut überzeugt. Aber die andere Seite gibt es Professor, weiß ich nicht wer, die ein weltanerkannten Spezialisten, der sagt was anderes. So, wie gehen wir damit um? So, was ist erstmal wirklich die Wahrheit? So, die Antwort können wir so verstehen. Man hat ein ganz starkes Licht, die viele Farben hat, weil man durch ein Prisma filtert. Starkes Licht, welches Licht ist die Wahrheit? Die rote, die grüne, aber was ist tatsächlich die Wahrheit? Die verschiedenen Perspektiven tauchen auf und die Wahrheit mit verschiedenen materiellen Existenzen sind. Und genauso, jeder hat die Wahrheit gehabt. Elu ve Elu, beide aber. Beide waren tatsächlich die Wahrheit. Alle sind in Wirklichkeit korrekt. Rabbi Yeshua hat gesagt, dass wir gehen nach der Meinung der Mehrheit. Torah ist nicht abstrakt, sagt Rabbi Yeshua. Torah war nicht gegeben um die absolute Wahrheit, sondern um die echte Wahrheit. Man muss die Torah war nicht gegeben, damit im Himmel man soll die abstrakte Wahrheit. Torah war gegeben für diese Welt. Mit den Menschen in dieser Welt, mit alles, was in dieser Welt ist. Und wenn man sagt, die anwendbare Wahrheit, heißt nicht, dass wir nehmen von der Wahrheit weg. Und die Tora sagt, Daber al Bnei Yisrael, sprecht zu dem jüdischen Volk. Warum steht das? Weil Gott sagt, es sind Menschen. Und die Menschen haben sehr Schwächen und sehr Stärken. Und die Tora spricht die Menschen an. Die Tora sagt nicht, ich bin hier. Die Tora sagt, ich bin hier für dir. Rede. Warum hat Gott gesagt zu Moses, rede mit dem Juden? Gott hat gesagt, rede. Damit die Menschen auch empfangsfähig tatsächlich sind. Und deswegen, wenn die Leute sagen, die Mehrheit zeigt uns immer ein Weg, um die Wahrheit zu gewinnen. Daher bestimmt es nicht immer ein Weg, sozusagen. Da muss bestimmen die Qualitäten der Mehrheit. Und dann die Schule sagt, dass wenn man zwischen zwei Wahrheiten entscheiden muss, dann wählt man zu welcher die Mehrheit nach der Quantität hat. So, kann man immer die höchsten, purest Wahrheit haben in dieser Welt? Nein. Kann man aber die ultimativen Wahrheit ist, wenn alle einbezogen sind, heißt nicht, Gott behüte, dass man sagt, jetzt die Tora kompromissen und verwasseren. Natürlich, Halacha ist Halacha. Gott behüte. Das heißt aber, Gott sagt, ich bin mit euch in dieser Welt. Ich weiß eure Ängste, ich weiß eure Schwächen, ich weiß eure Herausforderungen. Ich bin mit euch. Deswegen gibt es die Halacha, das geht nach der Mehrheit. Das ist deswegen die anwendbare Halacha. Deswegen konnte der Bischof sagen, lieber Gott, du hast recht. Im Himmel, du hast recht. Das ist die purste Wahrheit. Das ist ein ganz besonderer Sache. Ich freue mich für die Menschen, die so leben können. Aber wenn wir reden über Halacha, dann es muss etwas sein, dass jeder damit leben kann. Und was ein Halacha sagt, kann jeder damit leben. Deswegen gehen wir nach die Qualitative weiter. Das ist auch die Antwort, wenn Leute sagen, ich verstehe nicht, was heißt koscher und glatt koscher und glatt glatt koscher und super glatt. Leute verstehen nicht. Entweder ist koscher oder nicht. Nein. Es gibt die Halacha, das für alle ist. Wenn ein Mensch will mehr machen, wunderbar. Ein Mensch will für sein Kind kaufen ein Kleid. Will nicht nur kaufen ein Kleid, will kaufen Gucci Schmucci. Will kaufen, warum? Die andere Hemd ist auch ein Hemd. Ein Mensch kauft eine Uhr, will eine schöne Uhr, ein Auto, will. Warum? Die andere ist auch gut. Ja, ich will die bessere haben. Okay, der Mensch will die bessere haben. Wunderbar, wunderbar. Das ist doch die pure Wahrheit. Aber man kann das nicht erfordern von allen. So deswegen die Tora sagt, jeder soll irgendwie, jeder soll Schabbis, jeder soll machen das, jeder soll machen. Die Menschen will machen mehr, wunderbar. Koscher, du wirst machen mehr, oh, sehr gut. Und deswegen, wir für sich, wir können immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr Heure klettern.
Aber wenn man sagt, etwas ist für alle, man muss alle, mindestens alle bringen rein. Nicht sagen, wenn du bist nicht die absolut Höchste, dann bist du Null. Und das war die Diskussion zwischen Rabbi Yeshua und tatsächlich Rabbi Eliezer. Es gibt die Geschichte, ich habe es erzählt, ich habe es auch zu den Frauen, die Geschichte von einer Chassid, die Zeit ist knapp, ich weiß nicht, ob wir es schaffen, aber die Geschichte von der Ruzhiner, dass ein Mensch, die hat gemietet ein Haus an einen anderen Chassid und der andere Chassid hat nicht bezahlt und er wollte ihn rausschmeißen und der Ruzhiner hat gesagt, schmeiß ihn nicht raus. Er hat Schulden, aber schmeiß ihn nicht raus. Und er sagt, okay, ich lasse ihn, die Schulden muss er nicht zahlen. Dann kommt ein Jahr später, zahlt er weiter nicht. Wird ihn rausschmeißen. Kommt er zu seinem Rebbe, der Ruzhiner ruft ihm und sagt, schmeiß ihn nicht raus. Er sagt, okay, ich gebe mein zweites Mal, aber jetzt muss er wirklich zahlen. Er hat die Mitte Nachbarn runtergesetzt. Ein Jahr später, da wird er nicht bezahlt. Er sagt, jetzt muss ich ihn rausschmeißen. Und er hat ihn rausgeschmissen. Nach 120 Jahren sind wir oben zum Himmel. Und Gott hat gesagt, er muss jetzt bestraft werden. Weil er hat einen Jude rausgeschmissen, er hat nicht mehr zu wohnen. Aber die anderen sind gekommen, er ist gekommen und gesagt, Gott, das ist nicht fair. Du musst mir auch verstehen. Ich habe den Menschen zwei Chancen gegeben. Ihr im Himmel, ihr könnt nicht entscheiden, ihr seid Engel. Du musst fragen, Rabbiner auf die Welt. Gott gerufen zwei Rabbiner, der Bach und der Ramah, und gesagt, was sagt ihr? Die haben gesagt, schuldig. Weil er hat jemanden rausgeschmissen. Wir sind gekommen zu Gott und gesagt, Moment, du kannst nicht fragen, Rabbiner von damals, von 300 Jahren. Du musst fragen, Rabbiner von heute, die wissen, wie schwer es ist, die Geld zu verdienen. Und sagt, jetzt macht Zerbe zu seiner Schule. Nun, was denkt ihr? Was denkt ihr? Sagen die Menschen, die Zerbe erzählt die Geschichte zu seiner Schule, was denkt ihr? Sagt er, natürlich ist er nicht schuldig, richtig? Natürlich soll er befreit werden, richtig? Nu, richtig? Haben alle gesagt, richtig. Und in dem Moment hat man entschieden, die Urteile von den Menschen im Himmel. Das heißt, wenn wir immer sehen, das Gute in die anderen Menschen, dann das ist, was Rabbi Yeshua sagt uns. Und das ist tatsächlich die Welt von Rabbi Yeshua. Und das bringt uns jetzt, wo wir angefangen haben heute mit den Wänden. Könnt ihr erinnern, dass die Wände sind reingegangen und dann die Wände haben aber gestoppt. Moment, wenn Rabbi Yeshua recht hatte, dann sollte die Wände komplett zurückgehen. Wenn Rabbi Eliezer recht hatte, soll die Wände komplett runter. Warum ist das gestoppt? Und die Antwort ist, beide sind Wahrheit. Man sagt, warum ist ein Mezuzah? Es gibt zwei Meinungen in Halacha. Normalerweise, wenn es gibt zwei Meinungen in Halacha, die Halacha sagt, entweder so oder so. Aber bei Mezuzah gibt es zwei Meinungen. Eine Meinung sagt, legen, stehen. Eine Meinung sagt, legen, liegen. Warum macht man das in Mitte? Entweder die Meinung so oder so. Die Halacha ist entweder so oder so. Warum machen wir die Mitte? Die Antwort ist, die Mezuzah hängt am Eingang des Hauses. In einem Haus gibt es die Papa und die Mama, die Mann und die Frau. Aber es gibt immer Meinungen zwischen beiden. Und man kommt nach Hause, die erste Sache, man schaut auf die Mezuzah. Mezuzah, Kompromiss. Das soll unser Hinweis sein. Vor du das Treppen im Haus rein, vor du es gehen rein, lass wissen, Mezuzah. Das ist die Wahrheit. Das ist auch die Wahrheit. Und das gilt tatsächlich auch in unserem Leben. Wo gibt es in unserem Leben? Erstmal als Eltern. Als Eltern haben wir häufig die Situation, wo wir müssen ein bestimmtes Gleichgewicht haben. Sollten wir unser Kind bedingungslos lieben und alles geben, oh mein lieber Kind, oder sollen wir sagen, nein, muss diszipliniert werden. Wie geht es? Die Talmud sagt, steht, ein Mensch soll lieben, ein Mensch automatisch liebt seine Mutter und deswegen soll auch sein Vater lieben. Und ein Mensch automatisch respektiert seinen Vater, deswegen soll er auch seine Mutter respektieren. Das heißt, wir müssen kabe es avichave es in mecha. Ich immer über Avichtiro. Der Mensch ist immer aufgefordert, was zu machen, immer was nicht automatisch ist. Berühmten Psychologe in den letzten 40, 50 Jahren, Erich Fromm, hat es so formuliert. Seite 125. Mütterliche Liebe ist ihrem Wesen nach bedingungslos. Die Mutter liebt das neugeborene Kind, weil es ihr Kind ist, nicht weil das Kind eine bestimmte Bedingung erfüllt oder eine bestimmte Erwartung erfüllt. Natürlich, wenn ich hier von Liebe der Mutter und des Vaters spreche, spreche ich von dem Idealtypen. Max Webers Sinn oder einer Urform im Sinne von Jung
und impliziere nicht, dass jede Mutter und Vater auf diese Art und Weise liebt. Ich beziehe mich auf den mütterlichen und väterlichen Grundsatz, welcher in der mütterlichen und väterlichen Person vertreten ist. Väterliche Liebe ist bedingte Liebe. Sein Prinzip ist, ich liebe dich, weil du meine Erwartung erfüllst, weil du deine Pflicht erfüllst, weil du, wie ich, bist. So, tatsächlich, man muss beide haben. Trotzdem, man soll mehr anwenden, wie steht in dem nächsten Text. Man soll immer mit der linken Hand wegschieben und mit der rechten Hand nachbringen. Man soll immer mehr Liebe anwenden als Stärke. Mehr. Manchmal ist auch Disziplin notwendig. Aber das ist nur, wenn es notwendig ist. Man soll immer mehr die Liebe geben. So, das ist hier eine Anwendung von Rabbi Shona. Weiterhin gibt es die Frage bezüglich Zakat. Soll ich jetzt immer spenden oder sollen die Leute endlich eine Arbeit finden? Was sagen wir dazu? Gibt es auch. Man soll immer die Menschen ermutigen, was zu machen, aber gleichzeitig immer die Menschen helfen. Und es geht um die Selbstkritik, die wir in unserem Leben haben. Wir müssen beide integrieren. Sollten wir immer uns geben, was wir eigentlich wollen, wie auch eine Schokolade abends oder was auch immer? Oder sollten wir... Und tatsächlich die Gvura anwenden und tatsächlich auch die Selbstkritik haben. So, die Tore sagen, insbesondere Chassidut, du musst doppelt gleichzeitig fahren. Muss beide. Aber die Halacha, wenn Push comes to shove, wenn es geht um jemanden anders, immer wende ihr Schuhe an. Chesed. Du willst sein, er ist kein Problem, mach das für sich. Einer hat einmal gesagt, wie kann der essen so und so? Hat der Malbim gesagt, denke nicht so viel, was du nimmst rein, denke, was kommt raus von deinem Mund. Bei anderen, wenn er sagt, bei sich, denke auch, was kommt rein in deinem Mund. Aber denke auch, nicht nur, was du nimmst rein in deinem Mund, ganz wichtig, denke auch, was du sagst, was kommt raus von deinem Mund. Man muss beide haben, man muss haben Chesed. Wenn es geht um sich, du kannst mehr Gvura anwenden, mehr Selbstkritik, um besser zu werden. Wenn es geht um jemand anders, wende immer besser die Benefit, immer guck, die Mensch besser zu machen. Das ist alles gesagt bis jetzt. 5775 Jahre, 8 Monate, 23 Tage, 20 Stunden und 45 Minuten. Aber jetzt, das Mashiach kommt hoffentlich jetzt in diesem Moment, wenn wir eine perfekte Welt haben. Dann können wir tatsächlich die pure Wahrheit haben. Was wird sein, wenn Mashiach kommt, sagt die Tora? Am Anfang wollte tatsächlich Gott die Welt schaffen, Text 17. Gott wollte die Welt schaffen mit Gerechtigkeit. Aber Gott hat gemerkt, dass die Welt das nicht ertragen wird. Was hat gemerkt? Gott wusste. Aber bei der Anwendung hat er daher ein Attribut von Gnade gemacht. Aber wenn Mashiach kommt, sagt tatsächlich die Midrash, passiert auf die Midrash und wird gebracht mit der Schmelach, das Gam Divrei Shammai, die Meinung von Shammai, hat auch eine Quelle in der geistigen Welt. Obwohl die Halacha nicht seine Meinung befolgt, nicht die Meinung von Rabbi Eliezer befolgt, wird dies aber in einer späteren Zeit tun. Wenn Mashiach kommt, dann werden wir alle doch unser Besten sein und dann werden wir die Meinung von Shammai folgen können, werden können. Weil dann wird es tatsächlich die perfekte Welt sein. Aber in dem Moment, ein paar Minuten kurz vor dem Mashiach kommt, lass uns alle, unsere Brüder und Schwestern, mit Wärme, mit Liebe, mit Freude, mit Positiv umarmen und empfangen. Und das ist der Weg von Jüdischkeit. Und das bringt uns zum Ende von heute. Und die Anfang für die anderen. Jetzt können wir zu den Punkten heute kommen. Und wer möchte lesen jetzt auf Seite 127? Ja. Ja. Der Streit zwischen Rabbi Eliezer und Rabbi Joshua in Bezug auf den Achnei offen basierte auf ihren unterschiedlichen spirituellen Wegen und Weltanschauungen. Rabbi Eliezer war ein Schüler von Shammai, welcher das Attribut von Gevura verkörpert. Rabbi Joshua stimuliert Hillel, welcher Hesed
Barmherzigkeit repräsentieren. Rura Gerechtigkeit, Disziplin. Pirismus toleriert nicht den Mittelmaß. Gewura orientierte Person erwartet Perfektion von sich selbst und von anderen. Sucht die absolute Wahrheit und glaubt, dass unverdiente Güte für den Empfänger scheint. Hesset Güte ist pragmatisch und versteht, dass in einer Unvollkommenheit, vollkommenen Welt Kompromiss und Barmherzigkeit benötigt werden. Rabbi Eliezer, der Idealist, füllte das in hierarchischen Streitfällen mit dem Hinblick auf die qualitative Mehrheit vorteilen müssen. Rabbi Joshua, der Pragmatiker, behauptet, dass wir die Meinung der quantitativen Mehrheit folgen müssen, sofern die Meinung auf den Grundsätzen der Torah und der Methoden beruht. Die Stellungnahme der quantitativen Mehrheit spiegelt die vollkommene Wahrheit, denn sie ist auf jeder Ebene für jede Person und unter allen Umständen gültig. Die beiden Extreme, Hesed und Gewura, sind beide gültige und heilige Perspektiven. In allen Bereichen des Lebens, Wirtziehung, Wohltätigkeit, Politik und Selbsteinschätzung, wir müssen ein Gleichgewicht der beiden führen. Hesed jedoch sollte das dominantere Merkmal sein. Wenn Maschir kommt, wird Gottes ursprüngliche Vision einer perfekten Welt realisiert werden. Zu diesem Zeitpunkt wird die gerade Meinung der Schule von Shammai folgen. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank an den Billiger Lovatschow. Und jetzt haben wir noch mehr einen Grund, mit Wärme alle zu empfangen. Mit Liebe. Und Shabbat Shalom, nächste Woche werden wir die letzte Lektion von diesem Kurs Kuriosen Training aus dem Kommen. Shalom und gute Nacht.